Guten Morgen, Gräfin. Monsieur musste heute sehr früh aus dem Haus. Oh, ist nicht mehr hier? Nein. Aber Sie hätten mich ruhig wecken können. Monsieur wollte es so. Er wird dringend in Stockholm erwartet. Er fährt nach Schweden. Eine neue Fabrik. Der König wird sie eröffnen. Monsieur hat Ihnen eine Nachricht hinterlassen. Danke. August, Monsieur kündigt den Besuch von schwedischen Geschäftsfreunden an für nächste Woche. Sehr wohl. Ich werde die Zimmer vorbereiten lassen. Nein, nein. Ja. Ich verstehe nicht. Kein Wort, kein Gruß? Monsieur ist schon lange allein. Wie gesagt. Vielen Dank. Lieber Arthur, der 12. Tag ohne dich. Ich fühle mich unglücklich und voller Sehnsucht. Wäre ich bei dir. Rotbarsch, nehmen Sie bitte wieder raus. Seefisch haben die Herren auch in Schweden. Finden Sie bitte etwas Hiesiges. Natürlich, Madame. Weine sind gut gewählt. Danke. Aber über das Dessert würde ich gerne noch mal sprechen. Sie entschuldigen mich. Hier, Kinski, Bertha! Lassen Sie mich bitte durch! Es tut mir wirklich leid, Baron von Schutten. Ach, du. Aber die Gräfin kann jetzt... Bertha! Ach, Bertha! Schön! Was machst du denn in Paris? Ich musste dich sehen. Die letzten zwei Wochen waren schrecklich ohne dich. Wie sind denn deine Eltern? Keiner weiß was. Bist du verrückt? Ich bin frei. Wir sind frei. Wir können machen, was wir wollen. Zusammen. Aber... Kein Aber. Der Vater hat mich verstoßen, enterbt. Weißt du, was ich zu ihm gesagt habe? Was? Was denn? Was? Er war so zornig. Da kann ich nie wieder vorsprechen. Nie wieder. Ach du. Heute Abend fahren wir gemeinsam mit dem Zug. Wohin? Wovon werden wir denn leben, Arthur? Ich kann arbeiten. Ja, aber niemand in Wien wird uns eine Stelle geben. Dafür wird deine Familie sorgen. Dann verreisen wir eben und warten, bis unser Erspartes aufgebraucht ist. Nein, im Ernst, wir brauchen Geld. Und ich brauche dich, Bertha, nur dich. Also mir wäre wohler, wenn du mich ernst nehmen würdest. Und mir wäre wohler, wenn du mich nehmen würdest. Ich könnte Ekaterina telegrafieren. Ich habe schon lange einen Besuch versprochen. Ja, genau. Kaukasus. Die freut sich bestimmt. Mingrelien. Hochverehrte Fürstin Ekaterina von Mingrelien. Nehmen Sie uns, Arme, mittellos aus Liebe, auf Ihrer Insel. Der Glückseligen. Glückseligen auf! Bestes Baron, mein Freund, da bietet Ihnen eine gute Stelle an in Petersburg. Nein. Sie kennen den Zar? Natürlich, Mingrelien gehört zu Russland. Der Petersburger Hof ist riesig. Petersburg? Noch besser. Weiß ich nicht. Ich habe alles versucht, Monsieur. Warum? Warum in aller Welt? August, ich nehme den Nachtzug. Heute noch. Sehr wohl.